Alter. Roadtrip! Ja! All the small things, true care, true Bitte, hier, mein Dosenbier! Weißt du, an was mich das erinnert, Ari? Ist ein bisschen so wie in diesen amerikanischen Filmen, die immer so fröhlich anfangen, wo alle so gut drauf sind und am Ende bleibt nur einer übrig. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ich liebe ja Land, wo nichts passiert, wo in the middle of nowhere, sagt man, nicht wahr? Wiese und ein Kirchturm. So verlassen hier, also hier würde einen echt niemand schreien hören. Die wichtige Info nochmal für dich, du musstest jetzt kurz, weil wir ein paar Überraschungen vorbereiten, die Augenklappe aufsetzen. Was machen wir denn jetzt hier in der Nacht, Mann? Alter. Ari, ich glaube, ich habe mich irgendwie verfahren. Ach. Fuck, wo sind wir hier? So dunkel, wie es hier ist, so sehr hasse ich dich. Alter. Scheiße, wir sind plötzlich voll tief drin im Wald. Ari. Was da hinten? Ja, was ist da? Was ist denn da links? Oh, ich halte mich lieber an dir fest. Nicht zu. Mann, Alter, wo sind wir hier? Warum sind da so komische Lichter? Wahrscheinlich, weil wir einen Film drehen. Nee. Hier stimmt irgendwas nicht. Ah, ja. Man hatet, ey. Fuck, Ari, was ist hier? Ausgerastet! Ari, der Arsch! Lass ihn los! Lass ihn los! Machst du jetzt? Ich will nicht, dass... Sag mal, seid ihr bescheuert, Alter? Komm. Deswegen bin ich in der Stadt aufgewachsen, weil das immer nur scheiße ist. Okay, die Ari ist jetzt eingesperrt da hinten in diesem Auto. Da steht eine Kamera. Ich kann sie praktisch hier über dem Bildschirm sehen und sogar hören. Hallo! Sie sieht noch ganz entspannt aus, aber das werden wir jetzt ändern. Zeit für die erste Stufe. Der Klassiker in jedem Horrorfilm. Der sogenannte Jumpscare. Das Gute ist, durch das Licht, das sie voll anscheint, sieht sie uns hier hinter dem Licht nicht. Scheiße, du bist da drin ja eingesperrt. Sicherheitshalber nimm mal lieber das Walkie-Talkie. Ich hab gesehen, wie du gerade erschrocken bist. Also so funny findest du es nicht? Nee. Aber es ist jetzt ja dann auch gut. Ich hab da hinten gerade irgendwas. Scheiße, ich muss da hin. Fuck, Leute, da ist irgendwas. Ich überleg mir gerade, wann hab ich ihm denn erzählt, dass ich Grusel so kacke finde? Es gibt hier einen Mythos von diesem Waldstück. Hier lebt anscheinend der schwarze Wolf. Oh, bitte nicht! Oh, ich mach schon mal Brace Position. Okay, ich bin bereit. Ich find's jetzt schon scheiße. Es ist noch nichts passiert. Ich find's jetzt schon richtig scheiße. Zeit für Phase Nummer 2. Ein Klassiker in jedem Horrorfilm. Die Kreatur. Angst. Hey, Ed. Hallo?
hoffen, dass man kein Trauma wird, ey. Ich kriege keine Luft mehr unter der Maske. Hier stinkt's nach Angstschweiß. Ich zieh mich mal zurück. Ciao. Was ist denn, wenn es wirklich irgendwelche Tiere anlockt, dieses Rumgeheule? Oder Jäger? Also das Problem, was wir gerade eben haben, ist, dass bei jeder Aktion checkt die Ari, dass ich das mache. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, weil dafür bräuchten wir jetzt so eine nächste Ebene. Und das ist der Unbekannte. Servus 1. Servus. Also du gehst auf Position. Los geht's. Ari. Oh Gott! Ja? Was war los? Gar nichts, hab ich ein bisschen erschrocken. Alles gut. Was? Irgendwas ist strange hier. Dieser Wald macht mich echt fertig, ist so krass dunkel. Hey, wie geht's dir? Ich find's immer, also, Vorfreude ist anders. Mir macht unser Roadtrip langsam nicht mehr so viel Spaß, mega gruselig. Also ich find's auch, draußen fände ich's auch jetzt gerade noch schlimmer. Als. Das war der Geher, jetzt hat er dich erwischt. Oh. Hallo? So, Ari denkt jetzt, ich bin tot. Und jetzt kommt Heinz ins Spiel. Versucht ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Okay, ich schön nicht. Aber sie findet es nicht mehr ganz so lustig, das merkt man schon. Hallo? Sie checkt nicht, ob es echt ist oder ob es fake ist. Was, wenn er mich wirklich gerade erschossen hat? Deswegen sind wir Berliner Bayern einfach komisch. Ich raste aus. Ich glaube, sie hat Schiss. Geil, wie sie sich immer umdreht. Geil. Oh, ich hasse es. Der soll sich verbessern. Ich höre den doch. Oh. Schön ist die Stadt, nein, schön ist die Stadt. Wahnsinn. Oh Gott! Hallo, na? Hey, ne? Fuck, ist der creepy. Fuck. Es ist ein geiler Waldschrat. Gott, jetzt ist ja auch ein Pipi-Fleck. Na, oh Gott, warte. Boah, ich bin so in Panik, wenn ich meinen Kopf so halte, dann höre ich, wie mein Herz pumpt. Der Freaky. Okay, jetzt kommt das große Finale. Ich erzähle jetzt der Ari, dass alles vorbei ist. Die Ari entspannt sich
Und dann kommt die große Überraschung. Ihr erinnert euch, wen habe ich vorher abgeholt? Ja. Oh Gott, fuck. Oh Gott, ist das fucking creepy. Darf ich euch vorstellen, Leute? Das Finale. Zeig mal, wie du unter der Maske aussiehst. Okay, du bist kein Zombie. Gut. Dieser kleine Zombie wird sie jetzt ordentlich überraschen. Aber erstmal noch einen kleinen Schuss. Ari. Ah. Oh fuck, mich hat's erwischt, Ari. Ihr war so ein alter Mann. Ari. Ari, mir wird kalt. Sag Sebastian Meinberg, dass ich ihn liebe. Ari, du hast die Strafe überstanden. Du kannst aufatmen. Ich komm nach vorne. Die Strafe ist vorbei. Dafür ist aber noch ziemlich ruhig hier, was? Maggi? Barbie zu Hause? Alter. Ari, da ist jemand im Auto! Ich hasse dich! Ari, da ist jemand im Auto! Mann! Wir fahren jetzt nach Hause! Ich geh jetzt nach vorne hier. Sei froh, du hast überlebt. Ich möchte jetzt nach Hause fahren. Du bist krank. Ja, krank sieht so aus. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr eure Freunde auch schon mal so geprankt habt. Freunde, wir sind überhaupt... Und? Lasst ein Abo da, hier unten. Hier seht ihr, wie ich zu einem besseren Mensch geworden bin bei der Sozialstundenstrafen-Playlist. Ja, hier ja, oben. So heißt das. Und hier Funk Daily. Und jetzt kommt die tatsächliche Strafe.